So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich der Regionalliga hier zwischen dem 1. FC Saarbrücken und unserem FC Homburg am kommenden Dienstag, den 25. November 2014 um 18.30 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken Tim Stegerer, zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Jens Kiewer. Tim, Saarbrücken-Homburg, das Saarlebe überhaupt, Dritter gegen Sechster, es werden einige tausend Zuschauer erwartet, es ist eine Live-Übertragung bei Sport 1. In unseren Reihen spielen viele ehemalige Saarbrücker. Ja, viel mehr geht wohl nicht im Vorhinein für so ein Spiel. Wie siehst du das? Wie sieht die Mannschaft das? Ja, ich denke, es gab in den vergangenen Jahren schon viele Vereinswechsel von Saarbrücker nach Homburg oder auch Elversberg eingeschlossen. Aber ich denke, das darf jetzt am Dienstag überhaupt keine Rolle spielen. Auch die Gefühlswelt jetzt, wenn man von Saarbrücken nach Homburg wechselt, dann gibt es keine Freunde mehr für 90 Minuten. Und ja, ich erwarte einfach ein schweres Spiel im Ludwigspark. Jeder muss einfach wieder 100% und an die letzten Wochen anknüpfen. Und dann werden wir sicherlich auch was zählbar im Ludwigspark mitnehmen. Du hast es jetzt selbst angesprochen, du bist selbst vor der Runde von Saarbrücken hier nach Homburg gewechselt. Der Kader vom FCS wurde ja mehr oder weniger rundum erneuert. Hast du trotzdem noch mit einigen Spielern vom aktuellen Kader zusammengespielt in der Saison oder hast du noch Kontakt zu denen, gerade jetzt vor dem Spiel, unmittelbar vor dem Spiel? Also ich habe noch mit zwei Spielern, beziehungsweise drei, Sven Sökler ist ja nochmal zurückgewechselt, zusammengespielt. Also Munir Schachter ist in der Winterpause noch gekommen und André Mond. Kontakt habe ich zurzeit weniger. Wie gesagt, sind rundum erneuert der FCS. Ich habe mit den alten Spielern kenne ich fast keinen von denen und also keinen. Gut, aktuell Saarbrücken 34 Punkte, dritter Tabellenplatz, Heimbilanz 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, immerhin 2 Niederlagen, FCH aktuell 28 Punkte, 6. Tabellenplatz, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen auswärts, also sehr ausgeglichen. Wie ist deine Einschätzung zu dem Spiel an sich am Dienstag? Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, wir haben in den letzten Wochen sehr viel Selbstvertrauen getankt, in den letzten 7 Spielen gepunktet, beziehungsweise 5 Siege eingefahren. Und fahren sicherlich mit einer breiten Brust nach Saarbrücken und brauchen uns auch gar nicht zu verstecken. Wir haben der FCS in den letzten 5 Spielen weniger gepunktet. Ist nun ein kleines Tief und das müssen wir einfach ausnutzen und unsere Chance dazu. Also ich denke, dass auf jeden Fall was selber dabei rausspielen wird. Okay, dann vielen Dank soweit. Jens, Saarbrücken-Homburg, ein Spiel, das im Prinzip im ganzen Saarland und auch darüber hinaus ja, täglich in der Presse, im Radio, im Fernsehen präsent ist. Für die Fans beider Lager ist es das Spiel überhaupt in dieser Saison. Wie nimmst du als Trainer dieses ganze Drumherum wahr? Ist es für dich auch irgendwie ein besonderes Spiel? Du warst ja selbst auch in Saarbrücken mal tätig in der Jugend. Oder geht man daran wie an jedes andere Spiel? Ach, man geht mit Sicherheit nicht so ran wie an jedes andere Spiel auch. Zumindest von der Wahrnehmung her. Und wenn man dann noch Saarländer ist wie ich, dann weiß man, was solches Spiel bedeutet für beide Seiten. Dann kann man das auch spüren, dass es ein ganz wichtiges Spiel ist für den Verein, ja, für die Fans sowieso, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und deswegen wäre es für uns natürlich auch eine tolle Sache, wenn wir irgendwo den Fans ein Geschenk machen könnten. Ich glaube, mit diesem Spiel kann man es wirklich machen. Ja, aber im Endeffekt, sportlich gesehen, gibt es auch nur die 3 Punkte. Sportlich gesehen sind wir ganz klar im Aufwind die letzten Wochen. Wir haben hervorragend die letzten Wochen gepunktet. Wir haben in, glaube ich, jetzt den letzten 7 Spielen nur 3 Gegentore bekommen. Wir stehen stabil. Wir sind in der Lage, auch ein Tor zu schießen. Das heißt für uns, wir werden auf den FC Saarbrücken treffen, der mit aller Macht versucht, oben dran zu bleiben, die beiden Mannschaften vorher nicht wegziehen zu lassen. Dementsprechend glaube ich, dass dort einiges an Druck mehr ist wie bei uns. Aber im Endeffekt ist es ein Derby. Im Derby geht es richtig heiß her. Ich hoffe, es wird auch ein richtiges Derby werden. Es wird ein Spiel werden, in dem beide Mannschaften alles raushauen und ich hoffe mit einem besseren Ende für uns. Kommen wir zur personellen Situation. In Mannheim haben Sebastian Wolf verletzt und bei der Hermann erkrankt gefehlt. André Kilian musste ausgewechselt werden. Es sah so aus, als ob er leicht angeschlagen wäre. Wie sieht es da aus, insbesondere bei den dreien, und gibt es sonstige Ausfälle zu berühren? Gut, Sebastian Wolf hat immer noch nicht trainiert.
Er hat jetzt gestern das erste Mal ohne Ball trainiert, das heißt, er ist gelaufen. Aber wir werden sehen, ob es bis Dienstag reicht. Wenn es bis Dienstag reicht, wird er auch spielen. Freddy Jammern ist wieder im Training, er ist wieder einsatzbereit. André Kilian ist krank, muss man sagen. Ich hoffe, dass er heute das erste Mal trainieren kann. Spätestens aber morgen werden wir sehen, wie es von der Kraft her ist. Er hat eine Grippe gehabt. Das hat man auch am Montag schon im Spiel so ein bisschen, glaube ich, gemerkt, da er kurz nach der Halbzeit schon Probleme hatte. Aber das sind die drei Leute, die im Moment angeschlagen sind. Gestern im Training ist noch Christian Grimm dazugekommen, der einen Pferdekuss bekommen hat. Aber ich hoffe, dass das bis Dienstag einfach geht. Und Patrick Schmidt wird halt fehlen wegen einer Ausschlussklausel, die im Vertrag steht, nach seinem Wechsel von Saarbrücken zu uns. Das war eine Bedingung von Saarbrücken, dass sie ihn freigegeben haben am letzten Transfertag, den wir halt zugestimmt haben. Und dementsprechend wird er am Dienstag fehlen. Ist natürlich sehr bitter für uns, aber im Endeffekt an Abmachungen, die so gemacht worden sind, hält man sich, da wir ihn ansonsten auch mit Sicherheit nicht bekommen hätten. Das heißt also, Voraussetzung für die Freigabe von Patrick damals war, dass wir zustimmen, dass er im Spiel gegen Saarbrücken nicht eingesetzt wird, wenn das so richtig ist. Ja, absolut korrekt wiedergegeben. Und wie gesagt, an solche Abmachungen, da sind wir uns auch im Verein einig und alle, da halten wir uns, da gibt es gar keine andere Überlegung. Haben Sie Fragen? Was hat Sebastian Wolf? Sebastian Wolf hat sich letzte Woche Freitag im Training verletzt, hat Probleme am Knie, hat bis ins Knie verdreht, hat Probleme am Meniskus. Es wird eng bis Dienstag, wir wissen wirklich nicht heute, ob es reicht und wir werden da mit Sicherheit alles versuchen, ihn auf den Platz zu bekommen, aber ich kann es im Moment wirklich nicht sagen. Die Frage, wer wird für Patrick Schmidt auflaufen, wenn man sich vom Fußballerischen her stellt man sich eher einen Kai Hesse vielleicht vor, der vielleicht eher der Konterstürmer ist als ein Angelo Vaccaro. Ist Kai Hesse schon so weit für den Startelf-Einsatz? Ich weiß es noch nicht. Sage ich Ihnen auch heute. Wir haben jetzt drei Tage vorm Spiel. Kai Hesse ist seit 14 Tagen voll im Training. Ich glaube, für 90 Minuten reicht es mit Sicherheit nicht. Und dann muss man abwägen, ist es sinnvoll, ihn von Anfang an zu bringen oder ist es sinnvoll, ihn vielleicht in der Halbzeit reinzubringen für 45 Minuten. Das wird eine Entscheidung sein, die relativ kurzfristig fällt. Er ist mit Sicherheit eine Überlegung, aber nicht die einzige. Wie sieht die andere Alternative aus? Es gibt mehrere Alternativen. Wir haben Angelo, ganz klar. Das wird unser Spiel ein bisschen verändern. Wir können aber auch mit beiden spielen. Vielleicht eine Frage an Tim. Es wurde jetzt darüber gesprochen, dass Sebastian Wolf noch nicht klar ist, ob er spielen kann. Würde er nicht spielen? In der Regel bist du dann die Alternative links hinten. Ist das für dich ein großer Unterschied, ob du jetzt links in der Defensive oder eher in der Offensive da spielst? Nein, also ich habe, wie gesagt, in den letzten Jahren viele verschiedene Positionswechsel durchgemacht bzw. mitgemacht und von daher ist das kein großer Unterschied, ob man da jetzt links offensiv oder links defensiv bzw. rechts spielt. Also das ist kein Problem. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Darf ich mich bei Ihnen bedanken für den Besuch heute Morgen. Dienstag geht es zum Spiel der Spiele nach Saarbrücken. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.